Willkommen hier aus München mit dem brandneuen Nokia Asha 201, das wir gefunden haben bei Nokia. Ist eigentlich nicht ausgestellt, weil es noch nicht auf dem Markt erhältlich ist, aber ein wirklich sehr schickes Gerät, was in mehreren Farben erhältlich sein wird. Wir haben hier das typische Gelb, was wir schon vom 920 kennen. Gibt es natürlich auch noch in Rot und in vielen anderen Farben, je nachdem, was wir für ein Wechselcover dafür kaufen möchten. Denn man kann es hier ganz einfach rausdrücken und dann findet man drin den 1110 mAh Akku, der 47 Tage Standby durchhält mit der Single-SIM-Variante. Es gibt auch noch Dual-SIM-Variante und MicroSD ist natürlich auch dann in den entsprechend vorhanden, denn wir haben nur 4 GB internen Speicher. Wir haben vorne keine Kamera, allerdings hinten eine 3,2-Megapixel-Kamera ohne Blitz, Kopfhöreranschluss, Micro-USB und ein Stromanschluss, seitlich nichts und dann hier auf der anderen Seite An- und Ausschalter, Lautstärkeregler und das war's auch schon. Wir haben hier einen schönen Zurückknopf und mehr brauchen wir eigentlich gar nicht, denn damit kommen wir hier auch durch die nur zwei Screens. Vor allem der rechte Screen oder dieser Screen hier ist dafür da, dass wir ganz oben dann entsprechend unsere Termine immer sehen und ansonsten hier einmal schön durchgehen können, durch was haben wir eigentlich heute oder diese Tage benutzt und gemacht. Also es ist so eine Art Kalender, was Apps und Bilder und weiteres angeht. Aber wir können auch natürlich sagen, wenn wir lange drauf bleiben, alles löschen und dann ist eure Privatsphäre natürlich auch nicht in Gefahr. Das Interessanteste ist bei dem Gerät, auf dem 3 Zoll Bildschirm war ich überrascht, dass die Tastatur ganz gut benutzbar ist. Also wir können wirklich hier zum Beispiel, jetzt habe ich vorhin den Spiegel eingegeben, ich kann jetzt einfach hier Tech Hive eingeben. Jetzt habe ich mich kurzer Tipp, weil ich mit links nicht ganz so geübt bin. Aber wie ihr sehen könnt, es ist recht klein, aber trotzdem reagiert das Ganze hier wirklich sauschnell und sehr gut. Vor allem, wenn ich das drehe, ist es dann nochmal ein bisschen größer und ich kann hier wieder etwas präziser tippen und schneller vielleicht sogar tippen. Also wirklich ein sehr schickes Gerät. Und mit der Zurücktaste kommen wir natürlich hier immer wieder raus und können unsere weiteren Apps benutzen. Zum Beispiel die EA Games, von denen hier, ich glaube, über 30 drauf sind im Wert von 75 Euro. So, was können wir noch zeigen? Ein Taschenrechner oder weiteres. Also ihr sehen könnt, es ist wirklich alles vorhanden hier auf dem Asha 201 und dafür gibt es natürlich auch eine Developer-Plattform. Also wenn ihr Lust habt, dafür was zu entwickeln, was natürlich ein bisschen Migo-basiert ist, go ahead. Ihr müsst nur bei Nokia Developer reinschauen. Aber ihr sehen könnt, das Wichtigste ist dabei. Twitter, Facebook, Kamera, Kalender und so weiter und so fort. Apps, also App Store dann natürlich in den Spielen, finde ich dann wahrscheinlich meine EA Games. Ich habe es jetzt bisher nicht ausprobiert. Wir sehen können, wir kommen auch einfach hier an das weitere Menü dran, wo wir Lautstärke regeln können, Daten an- und ausschalten können, WLAN, Bluetooth sofort an- und ausmachen und so weiter. Ich gehe jetzt mal wieder kurz raus. Ist natürlich noch ein Prototyp übrigens, ist Single-Core-Prozessor. Und dafür ist es aber doch relativ schnell, aber genau deswegen hält der Akku auch so lange. Genau, wenn ihr den Bildschirm ausmacht, seht ihr hier, kommt natürlich Nokia-typisch die Uhrzeit mit einem Double Tap, habe ich es vorhin auch noch anbekommen, genau, und dann könnt ihr einfach hier seitlich ziehen und wenn ihr den entsprechenden Code eingibt, dann kommt ihr natürlich ins System rein. Natürlich war das jetzt gerade der falsche Code, weil ich ihn nicht kenne, aber ich hoffe, ihr habt einen guten ersten Eindruck bekommen. 3,2 Megapixel Kamera habe ich jetzt zwar nicht gezeigt, aber sie ist auch völlig akzeptabel, auch wenn ohne Blitz. Bis zum nächsten Mal, mein Name ist Balazs Gál, das war das Nokia Asha 210. Hier vielleicht noch ein kurzer Vergleich mit dem iPhone, was die Größe angeht. In der Dicke natürlich ein großer Unterschied, aber in der Breite sind sie exakt genauso breit. Aber natürlich, die Höhe ist dann entsprechend ein bisschen unfair. Bis zum nächsten Mal, mein Name war Balazs Gál und von IEM Top 2013, danke, dass ihr zugeschaut habt.